Welche Aufgabe hat die Bundesagentur für Arbeit, ich erlaube mir die Abkürzung zu verwenden, also BA, Bundesagentur für Arbeit? Nun, jetzt kann man hier ins Detail gehen und viele, viele Aufgaben nennen, aber ich konzentriere mich in diesem Video auf die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe, und ich formuliere sie ganz einfach, die Hauptaufgabe der BA ist nämlich dafür zu sorgen, dass viele Menschen Arbeit haben. Und ehe sie jetzt sagen, ja toll, dazu wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Die BA ist da auch viele Jahre nicht drauf gekommen. Die BA hat viele, viele, viele Jahre die Arbeitslosigkeit verwaltet. Und viele, viele Weiterbildungsträger haben sich mit mehr oder weniger sinnvollen oder sinnlosen Schulungen mit Arbeitslosen die Taschen voll gemacht. Und niemand war ernsthaft daran interessiert, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Vielleicht hat ein gewisses Umdenken stattgefunden, dadurch, dass man das Ganze jetzt nennt Bundesagentur. Ja, um mehr den Dienstleistungsgedanken in den Vordergrund zu stellen. Ich kann hier aus der Entfernung nicht beurteilen, aktuell, ob das nur Kosmetik ist oder ob da wirklich was passiert ist. Ein bisschen was scheint mir tatsächlich passiert zu sein. Ja, also Sie merken, hinter so banalen Dingen verbirgt sich politischer Zündstoff. Ja, das ist die Hauptaufgabe der BA, dafür zu sorgen, dass viele Menschen Arbeit haben und wenn sie die Arbeit verlieren, möglichst schnell wieder Arbeit finden. Das ist die Hauptaufgabe und nichts anderes. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.